Good morning, Vietnam. Ah, ne, auch mal, das war was anderes. Das war Robin Williams. Moin, Leute. Das hell, Alter, ich bin Vampir oder was? Was geht? Mein Name ist Hero Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Real-Life-Video. Und heute mal wieder mit einem Themen-Commentary. Und heute mal, wie viel verdient ihr so im Monat netto? Was bleibt euch denn so übrig? Oder wie viel Taschengeld verdient ihr so? Das würde mich einfach mal so interessieren. Das Leben in Deutschland ist wirklich teuer geworden, besonders natürlich die Miete. Viele fragen immer, hey, warum arbeite ich eigentlich? Warum stehe ich jeden Morgen auf und arbeite 10 Stunden, obwohl mir am Ende des Monats vielleicht nur noch 80 oder 100 Euro zur Verfügung stehen? Weil mein ganzes Geld für die scheiß Miete rauskommt. Warum arbeite ich? Warum mache ich nicht gleich Hartz IV? Das ist doch besser für mich, es lohnt sich doch. Da ist das Amt zahlt die Miete und ich habe noch 400 Euro im Leben. Wunderbar. Ja, das fragen viele. Naja, diese Frage sollten wir uns, denke ich mal, genauer anschauen, warum wir eigentlich arbeiten. Arbeit ist das Beste, was es gibt. Arbeit schützt vor Depressionen, würde ich mal sagen. Ne, na gut, manche Arbeit macht Depression. Aber Arbeit, das wisst ihr, bringt soziale Kontakte, es bringt einfach Verantwortung, man fühlt sich wichtig. Und zum Beispiel die Eule, ein YouTuber, toll, Alter, ne, toller YouTuber, richtig toll, der ist ja auch Koch, ne, und der weiß, wovon ich rede, dieses Team, ne, dieses Team, dieses Gefühl, wichtig zu sein, ne? Wenn man Essen rausgeschickt hat oder wenn man eine Servicekraft ist und dann das Lob bekommt, hey, du hast einen super Service gemacht, hey, du hast ein super Essen gemacht, ne? Ich wurde schon oft zu den Gästen geschickt vom Service und die haben dann gesagt, ach, Herr Karrer. Ups, jetzt habe ich meinen Nachnamen gesagt. Vergesst diesen Nachnamen, den hat es niemals gegeben. Ich heiße nicht Karrer. Ich heiße YouTube Gamescom, ne? YouTube Gamescom, ihr Essen war gut. Es hat wunderbar geschmeckt. Lecker, 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 schmecker. Das macht mich einfach stolz. Dafür arbeite ich. Für dieses Lob, für diese Anerkennung. Oder wenn ich mit meiner Kochkleidung rumlaufe, boah, Sie sind ja Koch. Ja, ich bin Koch, genau. So sieht's aus. Das macht mich einfach stolz. Und das ist einfach das Tolle bei der Arbeit. Und dafür stehe ich gerne auf, ne? Und auch wenn mir wenig zum Leben übrig bleibt, was habe ich denn noch hier, wa? Gut, ich habe halt noch 20 Cent, okay. Okay, das reicht mir vielleicht für nur noch einen Center-Shop oder sowas. Aber es macht mir einfach Spaß, ne? Natürlich, kostet so viel. Also das Leben ist wirklich sauteuer geworden, ne? Mal ein bisschen Party machen oder so, das Geld ist einfach schnell weg, es ist einfach nicht normal, Mann. Früher, ich weiß noch als Kind in der D-Mark-Zeit, also mit 5 D-Mark konnte ich mir so viel kaufen wie heute für 30 Euro. Es ist also wirklich so richtig extrem geworden, ne? Damals die Playmobil-Ritterburg für 25 Mark, heute für weit über 55 Euro. Es ist einfach nicht mehr normal, es ist einfach alles arschteuer geworden. Und alle sagen, Euro kein Teuro. Fuck off, Alter. Ihr lügt doch mal mega. So, auf jeden Fall, was bleibt euch am Ende des Monats noch übrig? Für zum Beispiel PS4-Spiele, für Xbox One-Spiele. Schreibt mal einfach in die Kommentare, was dir noch so bleibt zum Leben. Aber bitte denkt daran, hey, die Arbeit ist nicht umsonst, sondern ihr habt soziale Kontakte, ihr seid wichtig. Es ist besser, als irgendwas anderes zu machen. Hartz IV ist niemals die Lösung, auch wenn ihr weniger habt als ein Hartz-IV-Empfänger. Ich weiß, wovon ich rede. Arbeit macht frei. Es ist so. Haut rein.